Hallo Leute, und es geht weiter mit. Oh, ich muss mal meinen Timer stoppen. So, jetzt geht es los mit Infected der Zwillingsimpfstoff. Ja, ich hatte hier meinen Timer noch nicht gestellt. Das muss noch gemacht werden. Ich habe den mir nämlich neu gekauft, bin ganz stolz drauf. Aber ich muss mich noch dran gewöhnen, den immer zu benutzen. So, jetzt haben wir hier unseren Film bekommen am Filmprojektor. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. A new breed of virus that has the medical community scrambling for answers has now claimed the lives of over 150 people. The entire city has been evacuated and is now under strict quarantine. The first known case of the virus was found after six-year-old twin sisters Tiffany and Teresa Morrissey were admitted to the hospital just weeks ago. The virus quickly spread among the hospital's medical staff, forcing the area to be quarantined and on high alert. With one of the twins dead, within days of contracting the virus, the surviving sister, Teresa, has made a full recovery. The only reported case of anyone showing any signs of immunity to the virus. Now, one microbiologist believes that Teresa Morrissey is the key to finding a cure, that perhaps somewhere in her DNA lies the answer to this epidemic that has forced residents to abandon their homes and leave the city. And it's now being reported, I can tell you, that the surviving twin, Teresa Morrissey, is missing. She was last seen by her father at Oxford Station on Thursday, but was apparently lost during the chaos of the evacuation. We will bring you continued coverage of the story as it develops. For now, this case begs the question, where is Teresa Morrissey? I'm sorry. They've all been quite upset, them city folk. Upset with Teresa and her family, saying we started this. I'm a simple man. I don't know how all that stuff works. But I know my family didn't ask for this. You're not the first one to come on back here to Oxford and try and take my little girl from me. They said getting rid of Teresa was the only way to stop all this from spreading. Final survey of the area completed. Confirming all survivors are cleared. Ready to commence the dismantling of Oxford. Chopper 4 out. Dismantling of Oxford? Hope that's not what I think it is. We should hurry on out of here. It's too dark to travel through the city, but there's a path behind our house that leads to Oxford Station. Here, this should help us along the way. Schulemblem. Ja, das kann ich ja einsetzen da hinten. Okay, das ist ja der Film, den wir auch schon vom Anfang kennen. Ein bisschen schade. Ich dachte, da kommt jetzt was Neues, aber den kannten wir ja eigentlich schon. Gut, gehen wir mal nach links und... Nee, warte mal. Das Schulemblem, das war ja nicht hier, das war ja ganz vorne. Gehe ich mal raus. Habe ich mir fast gedacht, dass da was kommt. Okay, sie machen sich auf den Weg. Das Radio im Hubschrauber scheint etwas aufzuschnappen. Mhm. So they're just up and nuking the entire city? That's insane! Apparently this virus thing is out of control and the only way to avoid it spreading globally is to just level the place. I'm pretty sure that there's still bodies on a cannon tour. They can't just... Okay, wollen alle platt machen, alles klar. Wir setzen das mal ein. Und was bekomme ich? Ein Bootsstück. Ja, das ist ja hervorragend. Dann kann ich ja jetzt auch mal zum Boot gehen, würde ich sagen. Allerdings muss ich da hinten noch ein Stück frei machen. Naja, ich setze die erstmal ein und bin wieder falsch gelaufen, so wie ich mich kenne. Ja, ich gehe wieder zurück. Ich setze die mal ein. Das war links lang. Und hier ist das... Oh, da sind sie... Oh Gott, ich hab mich gerade ein bisschen erschrocken, dass sie da stehen. Leute, ihr könnt mich doch nicht so erschrecken. Ach so. Dem Kanu fehlen einige Teile. Immer noch, ja. Das eine, was im Zement steckt. Na, Leute. We'll have to repair that canoe to get across the river to our house. We have to hurry. Ja, ich beeile mich. Stresst mich mal nicht und erschreckt mich hier nicht so in der Dunkelheit, Leute. Ha, ja. So they're just up and nuking the entire city? That's insane. Apparently this virus thing is out of control and the only way to avoid it spreading globally is to just level the place. I'm pretty sure that there's still bodies on a cannon tour. Ja, 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 ja. Can't just... Oh, ja, okay. Ihr wiederholt euch immer wieder.
Ich brauche Wasser. Oder sowas. Flüssiges. Ich habe eine Wasserflasche, aber wo hätte ich das denn holen können? War das hier rechts vielleicht doch noch? Vielleicht habe ich ja auch hier noch was übersehen. Ich habe mich hier ja noch gar nicht so richtig umgeguckt. Nix mehr hier? Na gut. Also nicht mehr hier. Okay, das wollte ich nur wissen. Dann gehen wir wieder nach links. Aber Zement verdünnen, ja, mit was verdünnt man Zement? Ach, da war schon Wasser drin. Ich dachte, die wäre leer. Ach so. Na, dann ist ja alles easy measy. Dann kann ich jetzt zurücklaufen. Und den beiden Leuten helfen. Wir verziehen uns nämlich jetzt alle. Die wollen nämlich die Stadt platt machen. So. We'll have to repair that canoe to get across the river to our house. We have to hurry. Ja, Mädel, wonach sieht's denn aus? Was sagst du jetzt? Guck, ich hab noch eine Münze sogar gefunden. Und einen Axtkopf. Und das alles auf dem Weg. There's a gate in the back that leads to Oxford Station. You might find something in the house that'll help you open it. Ja, erst will er uns fertig machen und jetzt helfen wir ihm. Entschuldige dich mal, hat er ja schon. Diese Bretter versperren mir den Weg. Scheint eine Vertiefung einer Art von Wappen zu sein. Ich mag die Atmosphäre in dem Spiel. In dem Fenster dort oben ist etwas. Tatsächlich. Ja, was mache ich denn jetzt damit? Ich brauche doch den Stiel. Da ist der Stiel. Und noch eine Münze. Ah. Juhu, wir sind durch. Und dürfen erstmal in der Rumpelbude hier ein bisschen loswimmeln. Ich suche einen Buchstabe M, großen Mond, Quaste zweimal, Ritterhelm. Buchstabe S, kleiner Mond. Das war schon mal ein großer Mond. Das war, weiß ich nicht. Dann brauche ich noch ein großes Kreuz. Buchstabe Y. Ich sammle hier auch teilweise Sachen ein, wo ich gar nicht weiß, was. Großer Mond. Kleiner Mond. Großes Kreuz. Der Vogel. Fehlt mir nur noch ein kleines Kreuz. Und diese Dinger. Und so ein Ding noch. Okay. Ein so ein Bommel und irgend so ein Kopf und ein Kreuz. Da ist das Kreuz. Da ist der Bommel. So nenne ich das. So. Das M auch noch. Fehlt da auch noch. Mir fehlt aber da noch was. Ritterhelm, Buchstabe S. Ist das hier? Nee. Kein Ritterhelm in Sicht. Buchstabe S. Tülü. Buchstabe Y, Tülü. Da ist S. Was habe ich denn jetzt hier so an Objekten? Ach so. Y und das V.
Fragmentding. Ritterhelm. Ich finde auch den Ritterhelm nicht. Ich hole mir mal einen Tipp. So, da ist der Ritterhelm. Der gehört doch bestimmt hier rein. Das war der Ritterhelm. Fehlt mir nur noch das Y. Y, wo steckst du? Y. Ich finde es nicht. Keine Lust mehr. Y. Mann. Da. Da war das Y. Zack, Wappen, alles da. Siehste mal. Hab ich geschafft für euch. So. Und auf geheimnisvolle Art öffnet sich das Portal. Und ich finde noch eine Münze. Ich will dem Mann noch mehr zu essen kaufen. Der hat bestimmt immer noch Hunger. Au, der Staubsauger ist von dornigen Ranken umschlungen. Du dummes Ding. Was verletzt du dich auch? Ach, ich habe eine Leiter eben zufällig gefunden. Hab nur ein bisschen rumgeklickt. Okay. Was ist hier hinten? To exit Oxford and get away from the blast radius as quickly as possible. Two line changes will have to be made to the train tracks. Someone will have to stay back to switch the tracks at the right time. But before we worry about that, we'll need to access the control room beyond this door. It requires two key cards to unlock. I have one of them. My father had the other. Das wird ja richtig spannend hier. Die rote Linie führt aus Oxford heraus. Ich brauche die Zugangskarte, um die Weichen zu stellen. Ja, hat er ja gerade gesagt. So. Wozu brauche ich denn die Leiter? Over there on the right is a path to the other set of tracks where we first bumped into each other. That's the quickest way back to the barn where my father worked. He kept the key card in his wallet. Check there. You better hurry. Ihr? Wieso ihr? Ich mach doch, bin doch hier ganz alleine. Quatsch mal nicht, Digga. Okay, das bringt mir aber auch noch nichts. Ja, dann gehe ich mal hier hinten gucken. Ach, da soll ich 12 Münzen reinsetzen, deswegen. Kann ich ja schon mal die reinwerfen, die ich habe. Ich habe doch noch eine. Ich bin noch nicht fertig. So, das war's jetzt aber. Brauch noch 5 Stück. Gut. Gut, ich gehe nach rechts. Wieso geht er denn nicht zu seinem Vater? Ach, wir sind wieder hier. Wir sind im Kreis gelaufen sozusagen, oder wie? Wo ist denn jetzt sein Vater? Und warum kommt er nicht mit? Was hat er für ein Problem with his father? Autoschlüssel, Autoschlüssel, Autoschlüssel. Dafür ist jetzt keine Zeit. Ich muss Sirius aus Oxford schaffen, bevor es zu spät ist. Okay, ich kann nicht mehr zurück, aber ich kann hier zur Scheune. Da ist Papa drinne. Oder so. So. Der ist ja auch schon tot. Das ist der... Ach, weil der tot ist. Das war sein Vater. Stimmt, da war ja eine Leiche und noch eine Münze. Und sein Portemonnaie ist im Schritt. Und noch eine Münze und die Karte. Zugangskarte. Okay, dann haben wir ja alles. Ach, deswegen will er da nicht hin. Ja, okay. Ich bin mal wieder respektlos hier gewesen. Der ist tot, der arme Mann. Und der hat Angst, dem zu begegnen. Kann ich sehr gut nachvollziehen, würde ich auch nicht wollen. Oh, hey, Doc. By the looks of things, this is the end of the line. Heard they're blowing the place sky high. So you found the girl, did you? Good job, Doc. Knew you had it in ya. Don't you worry about me. I always find my way. The name's Carl, by the way. It's been a pleasure, Doc. Hallo, Karl. Tschüss, Karl. Karl scheint eine Münze fallen gelassen zu haben. Und die kann ich natürlich sehr gut gebrauchen. Aber mir fehlen immer noch, glaube ich, 2.
bin immer noch nicht fertig. Hör doch mal auf damit. Zugangskarte. Ich habe ja schon mal eine. Jetzt ist hier nämlich... No, boy. Ach so. You two get on that train. Ach so. I know these tracks better than you do. So I'll make sure things get switched over at the right time. But Dad, you're coming too, right? I'll be okay, Teresa. You stay with the doctor and everything will be okay. I promise. Now go! Okay. Oh, arme Kleiner. Ja, dann komm mal mit, ne? Sie jetzt bei mir? Ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. Hä? Weil wir haben ja noch nicht alle Münzen. Wo soll ich jetzt hin? Ach, hier zurück. Okay. Wir haben ja auch noch einen Autoschlüssel. Und die Ranken, stimmt, die Ranken und Leiter. Hier. Okay. Ist hier was im Handschuhfach? Ja, da brauche ich die Leiter. Unter dem Schmutz ist etwas vergraben. Mhm. Ja, was hat mir das jetzt gebracht? Aber ich gehe mal nach hinten. Da komme ich aber gerade her. Nee, das bringt mir nicht viel. In dem Fenster dort oben ist was. Dann kann ich ja jetzt die Leiter benutzen. Oder da? Oder welches Fenster denn? Ich denke, das Fenster oben. Kann ich da nicht die Leiter nehmen? Doch. Noch eine Münze. Gummihandschuhe. Sehr gut. Beides gut. Gummihandschuhe. Ranken wegmachen. Staubsauger nehmen. Schmutz wegsaugen. Münze nehmen. Schlüssel nehmen. Handschuhfachschlüssel, damit das Handschuhfach aufmachen. Münze nehmen. Und mit den Münzen, die uns noch fehlten, können wir jetzt gleich abhauen. Sehr gut. So. Warum geht das immer zu? Ich bin noch nicht fertig. Mist, mir fehlt immer noch eine. Ich dachte, ich hätte jetzt alle. Wo ich hin soll? Wo soll ich hin? Nach rechts. Ich habe irgendwas übersehen. Vielleicht bei ihm unten. Vielleicht war da auch noch eine. Noch eine Münze, die ich übersehen habe. Nee. Nö. Vielleicht im Briefkasten. Aber warum kann ich denn dann noch... Nee, ich bin auch falsch hier. Okay, ich dachte, ich muss jetzt doch nochmal zurück. Wo habe ich was übersehen? Da! Okay. Die lag im Gras, die habe ich gar nicht gesehen. Gut getarnt. So, jetzt aber... Jetzt ist die Schranke offen. Und? Jetzt können wir da rein. Okay. Michael Morsi was a brave man. He gave his life that day for the sake of his daughter. And whether he was aware of it or not, for the sake of humanity.
But the real work still lies ahead. They say the birds may have spread things overseas. And it could be weeks before they can come up with a working vaccine. Today's fight is won. But the war ain't over. By the sounds of things, we're just getting started. Ja, Leute, das war's mit Infected, der Zwillingsimpfstoff. Das war ein sehr kurzes, aber für mich ein sehr interessantes Wimmelbildspiel, denn es handelt sich ja nun mal jetzt um ein Wimmelbildspiel. Und da habe ich noch nie eines dieser Art gespielt. Und dafür fand ich das eigentlich ganz gut gemacht, obwohl man hätte natürlich wie immer noch mehr draus machen können. Eine Geschichte kann man immer größer machen. Die Charaktere besser noch irgendwie herausarbeiten. Ich hätte mir wirklich noch ein bisschen mehr zu den Zwillingen gewünscht. Da hatte ich mich eigentlich so ein bisschen vorher drauf gefreut, dass da so ein bisschen so dieses Mysterium der Schwestern mehr kommt. Und naja, wir haben geholfen, ist ja auch was Nettes, so dass uns allen nichts passiert ist sozusagen. Ja, da es ja so ein kurzes Spiel ist, weiß ich auch gar nicht, was ich noch groß dazu sagen soll, außer dass ich es nett und spannend fand. Und halt kurzweilig und ein schönes Spiel oder ein schönes spannendes Spiel für so zwischendurch. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts das jetzt waren. 9, 10, keine Ahnung. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen, mal ein Wimmelbildspiel dieser Art bei mir gesehen zu haben. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Wimmelbildspiel, wann auch immer und welches auch immer das sein wird, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fand oder auch nicht. Hinterlasst mir ein Like, ihr wisst, ich freue mich immer. Und ja, sonst alles okay bei euch? Geht's euch gut? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich müsste jetzt noch ein bisschen mehr auf die Story eingehen. Oder vielleicht könnte ich auch noch ein bisschen was zur Grafik sagen. Die ist natürlich schon ein bisschen älter. Aber ansonsten habe ich das selten, dass man so Real-Life-Elemente irgendwie in einem Spiel sieht. Und das finde ich halt ganz cool gemacht. So, das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.